Letzter Part. Hallo, ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Bausimulator-Projekt. Und jetzt spürt mal meine Kamera hier so ein bisschen. Gibt's eigentlich gerade mit Facecam auf? Ja, sicher, den ganzen Abend schon. Wirklich? Oh. Jetzt war ein Scheiß? Ja. Hallo? So, guck mal, ich helfe sogar. Der Chef arbeitet für Sie. Wunder, oder? Würden Sie genießen? So, jetzt stehen Sie sich im Weg, Facharbeiter. Jetzt machen Sie mal Platz, ey. Jetzt sind welche gesprungen. Können Sie bitte mal ein bisschen zurückfahren? Ist nach rechts fahren, bitte. So. Jetzt klauen Sie gerade mein Auto, oder was? Ich klaue nicht, ich fahre nur. Das ist super. Schauen Sie mal, was der Floats of Hack macht. Dankeschön. Er steht hier immer noch dumm rum. Immer noch! Aber Facharbeiter, machen Sie mal arbeiten hier! Wieso darf ich eigentlich nicht fahren? Alex. Das war ich gerade nicht. Das warst du. Ich sitze im Fahrzeug drin. Wie soll ich Dinge runterschubsen? Nehmen Sie einfach nicht richtig. Aber diese fachinkompetenten Arbeiten. Ja, ist einfach so. Stückchen wegfahren mal einmal. Klappe zumachen, dass das Ding dran bleibt. Also können Sie doch ein bisschen durchpassen. Wir sind ja Baustelle. Hallo? Ich wusste doch, nächstes Mal stelle ich Leute an. Hey, sind Sie am Arbeiten? Ja. Positiv. Das Ding steckt gerade in der Erde fest. Soll ich denn machen jetzt, ey? Das ist, warte mal. Ah, jetzt ist es. Jetzt ist es draußen. Nee, ist immer nicht richtig. Doch. Also. Richtig. Ah, nicht ganz. Aber ja, oh, wenn du gegenfährst, vielleicht geht's dann hoch wieder. Ja, jetzt zum Bleistift. Kann ich das nicht weitermachen? LOL! Ich hab mich gerade aufgespießt. Hoffentlich unseren Chef, diesen Sausack. Ich arbeite gerade für. Ich mach gerade Ihre Aufgabe. Ladungssicherung bitte. Ladungssicherung, hab ich gesagt. Das ist sicher super verfahren. Wo ist mein Wagen verstellt? Ich glaube, den hat Ihr ach so teuer Mitarbeiter Herr Mark.R mitgenommen. Ich fahre sie. Danke, das wäre jetzt eine Bonuszahlung. Wir kriegen eine Bonusgehaltszahlung von mir. Ja, ich bin so. Ist dafür, dass sie ein Scheiß da veranstaltet ist. Wie sollen wir jetzt da reinkommen? Nein. Oh, ich könnte kotzen hier gerade, echt. Fahr mal weg da jetzt mit deinem Furz da. Zeig dir mal, wie das hier geht. Kai, komm gleich zu ihm. Warte kurz, ich muss kurz mal. Warte, wo haben wir's denn? Baustelle 1. Jetzt alle weg hier, alle weg hier, alle weg hier! So, geht doch. Dieser Amateurarbeiter hier, ey, krieg ich aber ein Pippanein hier, ey. Nein, Mensch, nein, was haben Sie getan? Hier fehlt doch ein bisschen. Sind Sie überhaupt inkompetent dabei? Hier machen Sie doch nicht zu. Mach mal eben lose, bitte, Marc. Wie geht das? Einfach 3 und einmal F drücken. Danke dir. Sag dazu mal nichts. So. Ja, ja. Kippen das einfach ab. Machen Sie den Baustellenbereich frei. So. Ist frei. Machen die Baustelle, ne? Bin ich ein bisschen verhakt. Maurice, das Spiel hat auch schon anerkannt, dass es fertig ist, ne? Ja. Wir können also jetzt rausfahren, ne? Setzen Sie einfach Ihr Fahrzeug zurück. Ja, ja, ich bin draußen. So, hat es anerkannt noch nicht, weil hier steht nämlich in der Aufstieg drin.
100% machen sie den Abschnitt frei. Du musst nochmal, glaube ich, nochmal raus, aber richtig mit deinem kleinen Furz da, Bagger. Ich bin raus. Besorger. Mann, Birn, Alex, geh mal weg da. Lol. Jetzt. Ich war dran schuld. Ja, sicher. Sehr guter Auszubildender bin ich. Und bei welchem Level seid ihr? 3. 3. Sind hier egal, für welche? Guck mal, Kai, was sie gemacht haben. Die haben. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen nächste Aufnahme. Haben wir schon noch eine Folge. Wir machen aber einen kleinen Auftrag, okay? Machen wir Folgendes. Wir machen erstmal einen Containertransport, ne? Einer von euch macht den bitte jetzt, okay? So, Auftrag steht fest. Besorgen Sie einen Container von Hafen und notieren Sie die Ladung in den markierten Bereich. Gießberg. Okay, viel Spaß dabei. So, und wir laden schon mal eben nochmal einmal kurz den Bagger auf den Hänger. Ich kümmere mich da mal um den Container. Die machen sich einfach nützlich. So. Wo ist der Bagger? Da hinten. Er muss schon sagen, der Bagger. Wenn ihr Geld habt, der will euch Maschinen kaufen, sagt Bescheid, wenn wir noch brauchen, ja? Kannst du einen großen Bagger kaufen? Von denen, du kannst vor allem mal einen zweiten Dings kaufen, von jedem mal ein zweites Fahrzeug. Also zweiten. Aber das können wir ja gleich alle zusammen auch eben machen. Ja. Yeah. So. Da? Warte. Will einer mitfahren? Bin ich so allein? Nee, du kannst eben allein zum Hafen. So, sagen wir, was wollen Sie denn haben? Also, wollen wir ein Britschbar mit Kranz kaufen vielleicht? Nee, mit Kranz ist mal ein bisschen blöd. Kauf einfach ohne. Also, noch zwei Britschwagen? Ja, zwei Britschwagen ohne Kran. Gekauft? Einen zweiten Container-Dings. Vielleicht einen größeren, vielleicht einen Tieflader? Ja, Tieflader zur Not. Wie viel Geld haben wir denn? Da brauchen wir aber noch einen. Ich habe noch 70.000, lol. Ich würde uns gerne nochmal einkaufen. Ich brauche 85.000 brauche ich für den nächsten Absatzkipper. Überweisen mal ein bisschen Geld mit aufs Konto. Oder überweist ein bisschen mehr, dann kann ich die Zugmaschine noch kaufen. 200.000 wäre jetzt von euch. So, aussteigen, festmachen. Können Sie mir 2.000 kurz überweisen, jeder von euch ein bisschen? Wir haben genug Geld, ich bin der Chef hier. Diese hart verdientes Geld wieder der Firma spenden. Dankeschön. Gibt's eine größere Packung? Ist ja wohl ein Witz. Ich brauch 2.000 insgesamt jetzt. Wie lasst du? 17. Dann brauche ich Spende zuvor. Jeder von euch ein bisschen. Kai 100, Maurice 100 und Mann auch 100. Also macht Fit. Hängt aber wir kriegen alles, was ich hab, kriegen zurück, weil die wissen, ne? Also nix. Doch, sie kriegen was zurück, ich verspreche ihnen das. Brauche ich einen Händedruck? Ja, bitteschön. Dankeschön, nett von Ihnen. So, also Sie wollten noch einen weiteren Abschlusskipper haben? Kauf jetzt selber. Für ein weiteres Fahrzeug haben wir auf unserem Firmengelände keinen Platz mehr. Vielleicht ist es an der Zeit, sich nach einem größeren Grundstück umzuschauen. Wir müssten uns also praktisch in der inneren Stadt wir müssten in die Innenstadt umziehen, ne? Ja, aber ich finde, das ist zu klein jetzt noch, finde ich. Wobei, gut, wir sind jetzt 4 Spieler, ne? Lassen Sie mich mal kurz zum größeren Gelände fahren. Ich guck mal, ob ich das jetzt schon kriege vielleicht. Ja, ich komme mal mit, Alex, ich komme mal mit. Ich stehe förmlich vor dem großen Gelände, soll ich mich da eben rein teleportieren lassen? Also, alles gut. Kai, größeren Bagger gucken wir auch mal, ne? Hafen entdeckt, das ist gut. Ich denke mal, wenn wir jetzt größere Länder haben, so ein bisschen mehr auf jeden Fall noch. Tschüss, Alex. Ja, sorry, der WHPS, der ist fast leer. Yeah.
Müsstest du das Ding mal zu Juna bringen, ja? Hat JP hat gerade geschlossen. Pass auf Gegenverkehr. Ich sehe das. Gut, wenn sie das sehen. Haben sie den Führerschein eigentlich auch gewonnen wie Marc, oder haben sie ihn gemacht? Nee, ich hab den sogar originell gemacht in der Fahrschule mit Theoriestunden. Stell dir das mal vor. Haben wir wenigstens einen kompetenten Mitarbeiter hier im Team. Sag ich dir. Da haben wir jetzt ja gerade ihr ganzes Geld überwiesen, oder? Naja. Bin dann jeder von mir ein bisschen jetzt zurück nachher, ne? Das größere Gelände, gell? Ja. Können wir das eigentlich schon nehmen? Ich weiß, ich könnte mir das Vater leisten, ich weiß, aber ich würde auch gerne das Gelände. Naja, ich glaube, können wir uns noch nicht kaufen. Das wird doch nicht auch offiziell angezeigt. Müssen wir erst in der Kampagne weiterkommen? Ich weiß nicht. Gibt es noch welche Kampagnenmissionen? Die müsst ihr ja mal machen dann im Singleplayer oder so. Ich hab den großen Hof ja schon. Ich hab ja schon alle Maschinen. Also bei mir auf meinem Spielstand. Ah. Worüber ich jetzt hier drin bin. Ah. Ja, gut, das ist aber ja mein Safe-Game. Ich hab noch nicht gemacht. Ich muss aber machen dann mein Safe-Game. Ja. Ah, vielleicht hab ich da mein altes Ding jetzt bekommen. Ich weiß nicht. Ich will noch mal gucken, aber. Sie haben die Mission erledigt, okay, eine Mission, ne? Ne, und ich habe nein, negativ, bin unterwegs. Machen Sie sie gerade super, machen Sie sie gerade super. Ich glaube, da fliegt ein Auto. Nice. Gut. Aber wir müssen ja mal so, müssen es positiv sehen, wir haben es ja fast geschafft. Ah, ich steig ein, dann fahre ich, bring ich dich jetzt mit zurück. Ja, wir fahren aber jetzt zum alten Firmengelände. Okay, wir müssen nämlich erstmal zum Ende der Folge hin positionieren. Auf jeden Fall, wir müssen gucken, dass wir irgendwie ein Safe Game hinkriegen, dass wir da ein bisschen. Ich würde ja gerne mein altes Safe Game nehmen. Problem ist aber beim alten Safe Game wiederum, dass ich das immer ins Spiel reinkriegen muss irgendwie. Und das ist ein das muss ich rumprobieren erstmal ein bisschen. Hast du bis nächste Woche Zeit? Ja, ich will jetzt Zeit. Ich sowieso. Nee, erst machst du die Homepage fertig und dann hast du Zeit. Mach das gleich im Anschluss das Safe Game jetzt. Ja, also ich könnte das alte Safe Game zur Verfügung stellen, da haben wir eben schon alle Fahrzeuge und so, ne? Ja, ne, ich hab ja auch einfach, die müssen wir erstmal das beziehungsweise, wir könnten das ja nehmen und können ja Maschinen wieder verkaufen. Da haben wir aber trotzdem das Geld. Wir müssen mal gucken, also wir können ja mal wieder das nehmen, ich noch haben, wir müssen mal gucken, also ich weiß nicht, wir kriegen es hin. Ja. Oder wir arbeiten jetzt mit dem Safe Game und den Fahrzeugen, die wir erstmal haben, erstmal ein bisschen. Das können wir auch machen, weißt du, dann ist das Projekt auch nicht so schnell vorbei. Wenn wir uns jetzt hier hocharbeiten, ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Mission machen, können wir auch nicht die Kampagne. Ich meine, wenn ich das hoste, kann ich am Singleplayer so ein bisschen gucken, höher kriege, also mal gucken. Ich kann das kriegen wir hin, oder? Auf jeden Fall. Jo, wenn ihr mal noch am Aufnehmen, ich. Ja, ich habe die Folge nicht ganz fertig. Auch. Aber wenn wir gleich am Hof sind, sind es 15 Minuten. Ich bin auch noch am Aufnehmen. Aber ich höre dann auch auf, weil es ist, was sagt die Uhr? Es ist 1:52. 10 Uhr gleich, okay. Dann ist auch Feierabend für heute. Ja. Ja, das ist spannend. Aber da hat mir heute Spaß gemacht. Wäre echt lustig gewesen, ne? Naja, also. Ja, lustig war es auf alle Fall. Auf jeden Fall, ja. Auf alle Fall. Was für ein Deutsch. Halt die Fresse. Westdeutsch. Nein. Also, denk mal, was Deutsch. Is the fish! Halt ich irgendwie Soundboard. Da müssen wir ein bisschen die Aufgaben teilen, ein bisschen anders machen. Das zum Beispiel auch der Felk was zu tun hat, ne? Maurice. Hatte ich doch. Lol. Ja, leider was noch Produktives. Du hast nichts Produktives gemacht. Doch. Ja, was denn? Mach mal produktiv, bitteschön. Arbeiten. Du hast aus dem Garten. Grand Canyon gemacht, ey. Aber ich war ja so clever, bin ja drüber gefahren. Ne, also. Und Keller wollte ich haben. Oh. Lol. Einfach die Backspace-Taste drücken. Danke. Siehst du, geht doch, sag ich doch. So, wir sind da. So, schön als einparken. Da, wir müssen jetzt. Wir müssen noch, musst du noch abladen. Ja, du laden hast, dann sind wir durch für heute, ey. Nice. Jo. Screenshot wurde in OneDrive gespeichert. Finde ich ja nice. Ja, aber sogar mal abgeladen. Also, da kommt der Felgen schon, also mega nice. Mega low. Nice erledigt. Was? Gut gemacht.
Geld bekommen. Ah, da ist er. So, jetzt fehlt nur noch das Begleitfahrzeug. Aber wir haben doch hier noch zwei. Achso, nee. Ich... Das schwarze Schaf fehlt. Kann ich die auch schlagen oder so? Auf die. Nee, das kann ich jetzt in der Aufnahme nicht sagen. Ich kann beim Laufen nur ein Depp machen. Bruh. Oh, ich habe ja Facecam, das ist natürlich noch beschissener. Hast du gerade mit Facecam ein Depp gemacht? So, habe ich jetzt erhangen, so. Also. Das hängt sich. Was machen sie damit? Haben sie keine. Ey, die sind doch so inkompetent, die kriegen nichts auf die Beine. Ja, können wir abmoderieren? Ja. Lol. Maurice, moderier ab. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für eure Zuschauer. Wenn euch die Folge gefallen, lasst es auf jeden Fall ein Like, abonniert unseren Kanal, schaut auf jeden Fall auch nächste Folge wieder vorbei. Würde ich sagen, bis dann, tschüss und bye bye. Tschüss.